Semesterstart in der Uni Augsburg. Diese wird für viele Studenten, auch aus anderen Bundesländern, immer attraktiver. Für das Wintersemester haben sich ca. 3000 Studierende eingeschrieben. Ich komme aus Rheinland-Pfalz. Ich bin hier zum Studieren hergezogen. Ich bin wegen der zulassungsfreien Studiengänge hierher gekommen. Und ich würde es natürlich sehr begrüßen, wenn auch in Bayern irgendwann der Student nicht mehr bezahlen muss. Neben Hamburg und Niedersachsen gehört Bayern zu den Bundesländern, in denen nach wie vor eine Studiengebühr entrichtet werden muss. Diese liegt momentan bei 480 Euro Studiengebühren und dazu kommt halt noch der Studentenbeitrag von 90 Euro. Doch nicht nur die Gebühren belasten die Augsburger Studenten, auch die Wohnungssuche ist nicht ganz einfach. Ich suche jetzt eher was Möbliertes, weil das ziemlich unkompliziert ist und das ist schon ziemlich schwer eigentlich. Also ich bin jetzt schon länger am Suchen. Und letztes Jahr war es noch recht einfach im Vergleich zu anderen Städten. Ich finde halt schon, dass der Staat die Studenten eigentlich unterstützen sollte. Staatliche Hilfe soll im Studentenwerk geboten werden. Doch auch hier werden Unterkünfte immer seltener. Also für das Wohnheim Göcking, Prinz-Karl-Viertel und Uni-Viertel muss man momentan ungefähr damit rechnen, dass man erst ungefähr im Juli, August was bekommt. Die längste Wartezeit hat momentan das Wohnheim Bürgermeister Ulrichstraße. Da bekommt man wahrscheinlich jetzt erst zum 1. Oktober 2013 dann Platz. Und diese sind dann auch noch nicht ganz billig. Das günstigste Wohnheim wäre das Wohnheim in Göcking mit 167 Euro warm. Das teuerste Wohnheim ist das Wohnheim in der Bürgermeister-Ulrich-Straße, das eben letztes Jahr eröffnet worden ist. Da beträgt die Warmmiete für ein Einzelapartment 255 Euro. 255 Euro im Monat, die nicht jeder aufbringen kann. Ja, ich wohne nur zu Hause bei meinen Eltern und pendel jeden Tag. Das ist für mich momentan einfach billiger, als ja, hier eine Studentenwohnung zu haben. Ich bin im Studentenwohnheim, musste zwei Semester warten, bin zwei Semester gependelt. Das ging auch nur durch die finanzielle Unterstützung von meinen Eltern. Viele haben ja einen Nebenjob, um sich das Ganze finanzieren zu können. Doch bei all den Kosten kann sich der Augsburger Student zumindest an einem erfreuen. Ich muss sagen, ja, überfüllte Uni in München, da finde ich sie in Augsburg noch ein bisschen beschaulicher.